Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Videos. Ich habe jetzt mal das große Maul. Jetzt wird's interessant. Warum wird's interessant? Ich mache jetzt was, das habe ich schon viele Jahre nicht gemacht. Warum eigentlich, die Frage? Das kann ich euch sagen. Es gibt Zeiten, da habe ich wenig Lust und es gibt Zeiten, da habe ich gar keine Lust. Nee, Spaß beiseite. Wir hatten die letzten Jahre mit Umzug und allem, was dazugehört, wirklich sehr viel zu tun. Aber ich habe davor, also mal ganz entspannt, 10 Jahre, jeden zweiten Tag auf dem Prüfstand verbracht. Es gab Zeiten, da habe ich jeden Tag auf dem Prüfstand verbracht. Das ist lange her zum Glück, weil das halte ich nicht mehr aus. Das ist mir dann wirklich viel zu viel. Aber ich habe mich so dermaßen jahrelang an die Sache rein vertieft, was Motoren angeht, Rennmotorräder, Straßenmobils und alles, was dazugehört, dass ich da schon eine gewisse Erfahrung nachweisen kann. Und jetzt ist es wieder soweit. Das Tuner Battle 2023 steht an bei unserem Langtuning-Wintertreffen und ich möchte euch zeigen, was ich für einen Motor baue, was ich für Ideen habe und was ich dort machen möchte. Und deswegen habe ich jetzt schon mal ein paar Reste zusammengetragen, habe die auf den Tisch gelegt und werde euch in der heutigen Folge als erstes mal erzählen, was ich eigentlich vorhabe. Das heißt, was möchte ich denn machen und ja, auch vielleicht ein bisschen was zur geschichtlichen Entstehung erzählen. Und jetzt nehme ich euch mit der Kamera mit mir auf den Tisch und dann werden wir mal schauen, was ich da alles Schönes zusammengetragen habe. Jetzt haben wir hier so viele schöne Teile. Der eine oder andere wird schon sehen, was es ist und was es werden soll. Wir haben ja dieses Jahr beim Tuner Battle einfach mal das Regelwerk so gemacht, dass wir 70 Kubik haben dürfen. 70 Kubik bedeutet in dem Fall 44 mm Hub und ich glaube bis 46,5 mm Bohrung. Das werde ich nicht ganz ausnutzen, weil ich noch was hatte, was ich sowieso benutzen wollte, wo ich die Idee schon früher mal hatte. Die Idee hat sich dann erledigt, weil jemand anders das gekauft hat und der wird beim Tuner Battle auch teilnehmen. Also ich denke, es gibt zwei mit dieser Idee. Ich grüße dich hiermit. So, jetzt haben wir hier einen Zylinder, den ich nehmen will und den zweiten Zylinder, den ich nehmen wollte, das kann ich euch auch gleich mal erzählen. Das ist mal der richtige Brocken. Das ist was, das hat die Zweitjagdwelt nämlich auch noch nicht gesehen, ich zeige es euch jetzt schon mal. Ist ein komplett aus Kupfer gegossener Zylinder. RHT hat mir das gezeichnet, der Robert Herrmann. Da haben wir in einigen zahllosen Stunden diesen Zylinder gezeichnet und das ist die gleiche Zylinderform, wie ich dieses Jahr in der Simson GP gefahren habe und auch die Meisterschaft gewonnen habe damit. Das ist also, das passt auf den KTM-Motor drauf, also es ist nichts, was auf den Simson-Motor drauf geht. Und das könnte ich theoretisch auch umbauen, könnte das auch für das Projekt nehmen. Allerdings ist dort Hub und Bohrung, ist alles ein bisschen daneben, deswegen habe ich das wieder verworfen. Aber ich dachte, ich zeige es euch mal. Ich habe wirklich zu tun, das Ding oben zu halten. Das ist ein übelster Atzen, das Ding ist schwer wie Sau, aber das kühlt unwahrscheinlich gut, aber das wird es nicht werden. Es wird dieses Teil werden. Ist ein KTM SX50 Zylinder. Habe ich aufgebohrt, also aufbohren lassen. Ist frisch beschichtet, das Ding. Und ist auch schon gefräst dahin, wo ich es hin haben will. Das habe ich also schon in der Vorbereitung gemacht, vorbeschichten, damit die Steuerzeiten und die ganzen Höhen schon so sind, wie ich das später haben will. Und das Ding wird auf dem Ding Platz finden. So, kommen wir noch zu ein paar anderen Teilen. Natürlich grundsätzlich, jetzt muss ich erstmal wieder anfädeln hier. Noch ein paar andere geile Teile. Hier haben wir noch ein paar Zylinderköpfe. Also ein Zylinderkopf, das ist schon oldschool, das war auf einem Motor drauf, das hatte ich auch noch rumliegen, passt auf den KTM-Motor. Damit sind wir früher auch Simson GP gefahren. Hier steht noch drauf SL, ja, das war damals der Herr Schäffler, da man das Ding gefräst hat, nee, nicht gefräst, gezeichnet. Und Rox, also Racerholics, hat uns damals den Deckel gefräst, danke nochmal dafür. Immer noch eine geile Arbeit und der eigentliche Trick daran ist aber die Wasserführung und die war damals von dem Holländer. Ne, die Wasserführung, die geht quasi hier durch den Kopf, wirklich richtig ganz knapp an der Kerze und auch an der Brennraumform vorbei und hat halt seine Berechtigung darin, dass halt hier das Wasser richtig ganz knapp dran vorbeigeht, damit die Kühlung immer geil war. Und das hat halt wirklich super gehalten und ja, dann haben wir halt diesen Kopf hier, ne? Also völlig verständlich, hier kommt dann das Wasser rein, geht dann durch den Kopf durch und kommt da drüben wieder raus. Ist so die geilste Art der Wasserführung, wie gesagt, das war mal die Idee für die Wasserführung, war mal von dem Holländer, von Thijs Hessels. Dort habe ich das gesehen und fand das total sexy. Dann haben wir das, ich glaube, 2010 oder 2011 umgesetzt, sind die ganze Zeit damit gefahren. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ein oder zweimal Meister geworden damit. Also das hat sehr gut funktioniert. Noch so ein geiles Teil, was in den Motor rein soll. Seitenmembraner. Viele wissen das gar nicht, die Idee von dem Seitenmembraner, die kam von mir. Das heißt also, vor vielen Jahren haben Leute Drehschiebermotoren gebaut und haben halt dann gesagt, okay, Drehschiebermotoren ist cool und brauchst du und hast einen Vergaser an der Seite, kannst einen Zylinder falsch rum drauf machen, also das heißt, dass der Auspuff nach hinten rausgeht und hast dann eben ein Drehschiebergehäuse und einen geilen Motor, der Leistung hat. Dann dachte ich so, ja warum? Das kann man doch mit einer Membran machen. Den Deckel haben uns damals auch die Racerholics gefräst. Da liegt immer noch bei mir rum. Ich habe sogar noch zwei davon, weil ich die damals in Rennmotoren benutzt habe, weil es einfach geil ist, so einen stabilen Deckel zu haben. Den Membraneinlass hier. Und das werde ich auch wieder verwenden für das Teil.
ich bin gespannt, was da passiert. Ja, das ist, wie gesagt, es wäre schade drum, wenn das Ding nur in der Ecke landet. Das kommt bei dem Motor auch zum Einsatz. So, naja, da liegt hier ein bisschen noch Laflöte. Das ist ein Gerät, hier steht noch drauf, Tuba 18. Das heißt, das ist das Teil, was ich an dem 60er hatte, den ich nie beim Tuner Battle habe laufen lassen, wo ich dann nach Jahren rausgefunden habe, warum dieser Tuner Battle Motor nicht funktioniert hat. Und das ist einfach nur ein erster Auspuff, der, sag ich mal, in die Richtung gehen sollte, dass er halbwegs funktioniert. Das sind halt Maße, die dafür gepasst haben. Das ist so eine zusammengekleckerte Flöte, die einfach nur für den Prüfstand taugen sollte. Und mit dem haben wir bei dem 60er damals so um die 20 PS, 20,2, 20,5 sowas. Und dann hatte der schlagartig von einem Tag auf den nächsten nur noch 18, dann nur noch 17. Und es wurde immer schlechter und dann war gekratzt am Zylinder und da hat sich die Kurbelwelle unten was aufgelöst. Und da habe ich die Lust verloren, weil es drei Tage vorher war. Ja, beim Vergaser will ich dieses Mal nicht so ganz übertreiben. Für einen 70er musste 38er herhalten. Ich habe zwischendurch überlegt, einen 42er zu nehmen. Habe ich aber keinen mehr und habe dann gedacht, naja gut, 38 tut's auch. Ja. Das Riesending kommt da ran. Das wird schon eine richtige Mutti. Ich bin richtig gespannt, wie das damit taugt. Ob die ganze Sache überhaupt abzustimmen ist. Ansonsten mache ich auch noch einen größeren ran. Und ja, was haben wir hier noch? Eine Fußdichtung. Das wird meine Schweißlehre. Ich werde euch also auch mitnehmen, wenn ich das Gehäuse schweiße. Ich werde euch mitnehmen, wenn ich Testauspuffe bauen sollte. Ich werde euch mitnehmen, wenn ich, das ist eigentlich auch das Geilste, ich werde das Gehäuse nicht nur schweißen, sondern bei dem Gehäuse wird auch was gegossen. Das heißt also, ich werde hier drinnen einen Einsatz gießen, der dann dafür sorgt, dass die Membran, wenn ich den Deckel hier auf der Seite drauf hat und das ganze Zeug durchs Gehäuse durchpasst, das werde ich euch zeigen, wie ich das immer gemacht habe, für die Motoren, die ich früher zum Rennfahren benutzt habe. Ja, und dann kommt am Ende hier noch eine Ignitec-Zündung rein, ne? Ein ganz einfaches Teil. Die NA50 ist von meinem Rennmobil mal übrig geblieben. Ist eine einfache Ignitec, ist ein Einkanal. Ja, eine Zündspule dazu, das ist jetzt nicht so das Riesenhighlight. Das ist halt, damit wir es frei programmieren können. Ja, und dann wird das Ganze in der Fahrwerk reingebaut und dann wird mit dem Ding hoffentlich sehr viel Leistung kommen. Ja, und bei dem Thema sehr viel Leistung kommen, kann ich gleich am Anfang sagen. Was ist denn sehr viel Leistung? Da reden sich die Leute schon wieder den Schädel heiß, was sie nicht für Leistung erwarten und was sie vielleicht auch von mir erwarten. Leute, bitte erwartet nicht zu viel. Die letzten, naja, sagen wir mal 10 Jahre fast, habe ich mich hauptsächlich darum gekümmert, dass ein Straßenmoped bei einer schönen, smoothen Leistung mit wenig Spritverbrauch schön kräftig von unten geht, lange hält und eben diese ganzen Parameter macht, die man braucht, damit man auf der Straße gut rumfahren kann. Das war so mein Hauptspiel und das ist das, worum ich mich gekümmert habe. Die Rennmotoren, die ich gebaut habe, habe ich darauf abgestimmt, dass man ein super breites Band hat. Das sind so die Parameter, die sich das Gerät hat. Die Höchstleistung für das Tuner Battle zu arbeiten, das ist immer eine ganz spezielle Sache, weil da geht es ja wirklich darum, das letzte halbe PS rauszuquetschen und den letzten Salzstreuer, dort noch ein bisschen, da noch ein Krümel, überall die letzten Krümel rauszuholen. Das werde ich dieses Mal wieder versuchen. Das heißt, ich werde konsequent alle Ideen, die ich so habe, umsetzen. Ich habe natürlich schon so einige, ihr werdet es dann sehen. Und ich werde euch die ganze Zeit mitnehmen. Und jetzt ist die Frage, jetzt kommen wieder Leute und sagen, Tuner-Battle-Punkte, es sind so und so viele Tuner-Battle-Punkte zu erreichen oder zu erwarten. Und ist mir alles scheißegal. Mir persönlich ist was daran gelegen, dass ich den Motor anfange zu bauen, baue. Und wenn ich ihn dann fertig habe, mache ich eine Zündkurve, gehe das erste Mal auf den Prüfstand, will ich da auch mitnehmen, dass wir erstmal wissen, okay, wie ist denn hier, wie viel Leistung haben wir denn, wo stehen wir denn an der Stelle und wie viel das dann sein wird, ich kann es nur schätzen. Ich sag mal so, es sind mit Sicherheit 28 PS drin, also am Hinterrad, es geht immer um die Hinterradleistung, es sind mit Sicherheit 28 drin, aber ob das wirklich jemand schafft, also ich wage es zu zweifeln. Ich persönlich würde für mich sagen, alles über 25, da haben alle schon einen guten Job gemacht und ich persönlich versuche dann halt ganz einfach das Ding abzustimmen und was kommt, das kommt. Also ich kann es nicht sagen. 25 PS müssen kommen, das möchte ich gerne, das ist so meine Zielsetzung, die kommen soll. Und ob ich dann beim Tuner Battle überhaupt offiziell mitmache, das sei ja nochmal dahingestellt. Ich denke, 25 PS ans Hinterrad kommen auf jeden Fall bei den ganzen guten Leuten. Bei mir fehlt ein 1,5 mm Bohrung, sagen wir mal, wenn ich 28 schaffen sollte, wäre es Wahnsinn, das wäre irre. Und dahin gehen wir jetzt einfach mal, dass wir mal schauen, wobei wir rauskommen. Ja. In diesem Sinne, sage ich mal, das war jetzt Video 1. Als nächstes baue ich den Motor auseinander, fange an, das Ding zu schweißen, fange an, das Ding zu gießen, fräse das alles ab und versuche das daran zu bringen, dass es mechanisch erstmal zusammen ist, dass meine Kurbelwelle drin ist, dass das alles passt rundherum und dann schauen wir weiter. In diesem Sinne, freut euch auf nächstes Mal, weil dann geht die Post richtig ab und dann werden Späne gemacht. Sportfrei und bis später.